Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier einen Fenstergriff und ja, da ist was weggebrochen. So müsste das Teil da jetzt daran. Und das nehmen wir da, also das ist praktisch für ein Metallfenster. Und jetzt geht es ja darum, da eben halt was Neues ranzusetzen. Das Ganze ist dann von der Firma Hückett. Ja, hier kann man das nochmal sehen. Das Problem ist jetzt nur, ich habe einfach nicht den richtigen gefunden. Eigentlich wollte ich einen komplett neuen Griff machen, aber wieso einen neuen Griff machen? Der ist doch schön und es ist so, der Kunde, der hat die ganzen Fenstergriffe so. Jetzt habe ich aber hier den alten und einen neuen werde ich also nicht kriegen. Also habe ich jetzt Folgendes gemacht. Man kann ja hier diese Kappe hier runternehmen und dann ist hier ein Getriebe drin und jetzt ist die Frage, passt das Getriebe mit den anderen überein? Das heißt also, das ist eigentlich alles gleich hier. Von der Sache her und nur eben halt, dieses wird ein bisschen größer sein. Dann muss ich das eben halt aussparen nach unten. Das falte ich dann also nach unten raus. Gucke ich gleich mal. Und dann ist es noch so, dieses hier ist ja so, dass das praktisch da reinfährt. Ja, und das macht dieser hier natürlich nicht, den ich hier habe. Der ist da dran und blockiert. So, jetzt muss ich das aber irgendwie hinkriegen, dass das Ganze trotzdem funktioniert. Und ja, das will ich das mal eben aussparen. Das heißt, ich muss erst noch eben was messen, weil ich das noch nicht so ganz genau weiß. Ja, ich sehe hier gerade, ich glaube, das macht nicht viel aus. Habe ich einmal also praktisch die Smaß hier. Ja, das ist ein bisschen mehr. Aber ich denke mal, damit habe ich kein Problem. Also es sitzt praktisch auf einer anderen Position dichter dran. Mal gucken, was das Gesamtmaß hier. Ja, das ist jetzt. Zwei Millimeter drüber, ne? Ja, 2 Millimeter drüber. Gut, okay. Macht aber nichts. Probieren wir letztendlich aus. Und wenn es gar nicht geht, dann lasse ich mir gleich was anderes einfallen. Also den habe ich auf alle Fälle als Ersatz. Und diesen hier, der muss jetzt so umgebaut werden, dass das also mit dem hier passt. Was ich sonst so schon machen wollte, ist, dass ich hier das einfach dünner mache und mache hier einen Winkel drauf. Dass das Ganze funktioniert. Das würde ja auch gehen. Und dann würde ich den hier festschrauben und dann wird das dementsprechend auch. Aber die Option habe ich ja immer noch. Und jetzt geht es erstmal darum, dass ich das so hinbekomme, dass ich genau hier das gleiche habe, wie praktisch hier. Dass der ja, da reinfahren kann. Ne? Da, bis dahin muss er ja hin. Genau. So, das mache ich jetzt mal eben. Fange ich mal eben mit an und dann schauen wir uns das Ganze an. Ich zeige mal, wie ich das mache. Das ist eigentlich hier so eine Schlüssellehre. Da kann ich also die gucken, was so wie so ein Schlüssel ist, Tresorschlüssel oder irgendein anderer Schlüssel. Das kann ich nachher nochmal zeigen. Aber ich benutze jetzt einfach das Teil hier, um herauszufinden, dass ich also diesen Bogen hier hinkriege. So, dann nehme ich mir einfach so die letzten, die ich da so habe. Ist natürlich logisch, dass man sowas nimmt. Das muss auch nicht ganz genau sein, muss auch nicht schick aussehen. Bei mir muss nichts schick aussehen, bei mir muss das immer nur funktionieren. Das ist eigentlich alles. Ich habe, glaube ich, gesehen, im Fernsehen oder im Internet zeigen sie immer ganz oft solche Dinger. Wie man so eine Form reinkriegt. Ne? Ja, da habe ich jetzt die Form. Ja. So, und da mache ich das jetzt so, dass ich das jetzt praktisch da so ranhalte.
Und dann habe ich ein Problem, hier sehe ich gerade, weil die das hier eingeschlitzt haben. Ja, das ist natürlich echt saublöd. Gut, dann werde ich das irgendwie anders regeln. Das heißt, ich werde das einfach mal eben versuchen. Wenn das hier angesicht Dings ist und hier auch und ich mache das weg, dann habe ich den Stern. Naja, so, ich mache das gleich doch wieder frei Auge. Ich mache das jetzt frei Auge. Das ist mir einfach zu heikel. So, muss ich mal irgendwas gucken. Ja, ich taste mich da jetzt einfach mit dem Rand und flex das dann mal eben raus. Also das mache ich jetzt mit der Flexersicht, das mache ich jetzt nicht mit der Hand, um das dem zu bewerkstelligen. Und dann lasse ich dann noch ein bisschen stehen, dann müsste das hinkommen. Und wenn das nicht gleich reicht, dann haben die aber echt blöd gemacht, ne? Naja, gut, so, ich arbeite mit dem Material, was ich habe und damit mache ich das auch fertig. Und jetzt fange ich mal eben an und gucke ich mal gleich, wie das aussieht. Ansonsten könnte ich auch noch Folgendes machen. Warte mal, ich könnte noch was anderes machen. Theoretisch könnte ich das so lassen. Die Idee ist vielleicht sogar noch viel besser. Ich lasse das so, wie das ist. Und nehme das hier raus. Genau. So mache ich das jetzt. So werde ich das machen. Ich mache jetzt das so. Und das brauche ich nur, das brauche ich noch nicht mal rauszunehmen ganz. Das brauche ich nur so zu verjüngen, dass der da dran vorbeischiebt. Das war's. Genau. Also ich mache einen ganz anderen Weg. Ich mache das jetzt so, dass ich das hier wegnehme. Das kann ich raus, das kann ich mit der Flex rauskriegen. Ja. Und so mache ich das auch. So. Und vielleicht lasse ich das hier sogar ein bisschen stehen noch, wegen diesem Teil hier. Weil hier eine Mutter reinkommt. Genau, so würde ich das machen. Ich flex das da jetzt raus. Um das jetzt mal eben zu dokumentieren. Also ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe jetzt hier einfach mit einem Bohrer reingebohrt. Hier und habe jetzt mal eine Vertiefung gemacht. Und dann habe ich das mit meinem Schleifer, den ich habe, mit diesem hier, habe ich das dann ausgeschliffen. So dass ich praktisch auf die Höhe komme, dass das Teil darüber rutscht. Und ich habe mich jetzt entschlossen, das auch so zu lassen, also nur bis hier vorne zu machen. Und den Rest schneide ich jetzt hier raus, weil das einfach und schneller geht. Das ist jetzt einfach nur mal so eine Probe. Ja, das müsste eigentlich funktionieren. Ja, sollte funktionieren. Das heißt also, dann schneide ich den jetzt hier raus. Ja, kann ich machen. Den schneide ich da raus. Und dann bekomme ich das Teil auf alle Fälle fast bis hinten zum Anschlag hin, da wo ich auch hin möchte. Und wenn das nicht reicht, dann nehme ich hier aus der Ecke auch noch ein bisschen was raus, damit das so ähnlich ist wie bei dem hier eben halt, ne? Da so ein. Da schaue ich aber mal. So, jetzt mache ich jetzt mal eben die eine Seite und dann die andere. Das ist dann zwar ein klein bisschen Arbeit, was man hat, aber der wird einfach angepasst.
der Bursche. So, und jetzt ist das so, jetzt nehme ich einfach hier ein Stück raus. Das schneide ich da jetzt eben raus. Jo, das mache ich mal mit der Flex und dann passe ich das andere noch an und dann sollte das eigentlich funktionieren. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich mache das jetzt den Hebel hier auf Mitte, dann ist das Ding auch auf Mitte und wenn ich jetzt hier rüber drehe, läuft das jetzt hier in meine Passform rein. Mittig, Fenster geht auf, Fenster geht zu. So, auf alle Fälle, das habe ich schon mal. Das gleiche mache ich jetzt noch eben auf der anderen Seite. Und ja, das muss jetzt nicht schön aussehen. Das soll nur funktionieren. Und mir ist es eigentlich egal. Ich brauche nur Material, was einigermaßen oder annähernd okay ist. Und dann mache ich das fertig. Das ist jetzt hier auch Mitte. Mitte. Ja, und da ist also Ende. Da ist auch Ende. So, das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite, wie gesagt, auch. Und dann ist das in Ordnung. Aber wahrscheinlich geht diese Kappe jetzt nicht mehr drauf. Genau, wegen der Höhe, die ich hier habe. Aber die lasse ich jetzt auch erstmal weg. Das gucke ich mir gleich mal erstmal eben beim Kunden an. Das gucke ich mir dann erstmal beim Kunden an, wie das da aussieht. Dann muss ich das gleich noch ein bisschen sauber machen da drin. Und dann funktioniert das Ganze wieder. Dann kann der Kunde auf alle Fälle seinen alten Griff behalten. So, hier bin ich. Na, das kommt jetzt wegen der Höhe nicht ganz hin. Das mache ich mal hier ein bisschen, weil ich sonst immer aus dem Bild komme. Ja. Also hier mache ich das Ganze einfach. Ich bohre das einfach. Ich lege das einfach auf dem Stück Holz drauf, dass ich das also hier aufliegt und dann bohre ich das hier einfach weg. Das muss auch kein besonderes Maß haben oder so. Das, das spielt keine Rolle, sieht man ja nachher sowieso nicht mehr. Und diese Kappe. Ja, das ist jetzt zu hoch. Ist dann zu hoch, aber hier passt das jetzt noch. So, also wenn das jetzt noch schleifen sollte, dann wird das hier auch noch ein bisschen was abgetragen von und dann funktioniert das auch. Aber wie gesagt, ich brauche nur Material, was einigermaßen passt oder geht und dann baue ich mir das um. Ich bin Schlosser. Mir ist das total wurscht und noch egal. Ich mache das dann eben halt passend. So, ja. Frage ist, ob es dieses Bauteil überhaupt einzeln gibt. Ich kann das jetzt so nicht sagen. So, hier steht drauf 11D06-36. Das ist das neue Bauteil. Und auf dem alten Bauteil steht gar nichts drauf. Steht nur 34 drauf. Wahrscheinlich ist das hier ein 36er und das ist ein 34er. Aber ein 34er, keine Ahnung, ob es hier noch gibt. Mir konnten sie das nicht erzählen. Mir konnte keiner was sagen. Gut, ist mir auch vollkommen wurscht. Wahrscheinlich muss ich das gleich nochmal auseinanderbauen mit der Schraube, um den Dreck da rauszukriegen. Aber da kommt jetzt ja noch was dazu. So, jetzt mache ich die andere Seite. Nicht lange schnacken, sondern fertig machen. So, jetzt habe ich das mal soweit fertig. So sieht das jetzt aus. Und wenn ich jetzt hier rüberfahre, Fenster auf, Mitte. Fenster komplett zu links. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob das auch alles so ist, wie ich das gerne hätte. Ne, da fährt er ein bisschen hoch. Noch. Okay, den muss ich noch ein klein bisschen tiefer machen. Und dann ist das dementsprechend aber alles so, wie das sein soll. So, der Weg geht Mitte zu Mitte auf Kipp. So, und schon ist dieses Bauteil fertig und der Kunde kann den Griff behalten. Ist mir nur dummerweise hier ein bisschen was weggeplatzt. Aber okay, das muss ich mal gucken. Nehme ich da ein bisschen Farbe mit, wieder drauf kommt, dann sollte das passen. Okay, ein bisschen Schwund.
Ja, jetzt mal eben sehen, dass ich das da drinnen lösen kann. Gucken, ob sie das lösen lässt hier überhaupt. Ja, lässt sich lösen. Aber das könnte sogar sein, dass man dann einfach einen anderen Fenstergriff nimmt. Oh, ist das nicht toll? So, und jetzt können wir das hier. Das auch noch raus. Jo, das geht auch noch raus. Also, das könnte man theoretisch einen anderen Fenstergriff kaufen. Und der Ring, wo war der? Achso, der war hier. So, dann können wir das nämlich alles wieder sauber machen hier. Achso, ich wollte das eine noch mal ein bisschen tiefer machen. Genau. Dann hätte ich auch so machen können, ne? Hätte ich auseinanderbauen können. Ja, manchmal ist man ein bisschen nicht nachdenklich. Gut, so, das habe ich erledigt. Dann bauen wir das Ganze wieder zusammen. Ja, das geht. Gut. Oder? Ich bin mal schon wieder. Ein bisschen nehme ich dann noch eben raus.
So, jetzt bin ich zufriedener. So, hier ist dies eine ein bisschen eingeknickt, also kommt das auf die andere Seite. Darüber. Dann kommt der Bolzen hier durch. Kommt da einmal der Ring drauf. Und dann schrauben wir das Ganze wieder fest. Ja. Gut. So, das ist auch erledigt. Ja, das funktioniert auch. Wie gesagt, die kommt da jetzt nicht mehr drauf. Die Frage ist, ob wir die überhaupt brauchen. Ich weiß das jetzt gar nicht so genau. Weil die nämlich jetzt ein bisschen hoch liegt. Und wenn wir die doch brauchen sollten, dann muss ich ein bisschen was von dem Teil runternehmen. Das ist dann auch kein Problem. Aber das lasse ich erstmal so. So, und da habe ich noch einen zweiten besorgt. Also ich habe noch einen da, den lege ich mir jetzt mal weg. Und wie gesagt, das ist Hück ist das. Und ich habe hier das Bauteil eben halt 2 und dann kommt D06-63. Gut. Das Einzige, wo ich mir jetzt nur noch einen Kopf drum mache, ist, dass das hier mit der Höhe nicht hinkommt. Das mache ich jetzt nicht, das mache ich dann gleich beim Kunden. Aber das sehe ich denn dann. Also wenn ich das jetzt hier weiter einschneiden muss, dann schneide ich das weiter ein. Dann ist das so. Ich weiß nicht, warum die sowas machen. Ne? Aber dann schwächt alles das Material. Natürlich immer ein bisschen blöd. Aber letztendlich... Ja, das mache ich dann vor Ort beim Kunden. Gut, ja, das war es erstmal soweit von meiner Seite. Auf alle Fälle geht das ganze Teil wieder. Ja, gut, dann werde ich mal den Kunden Bescheid sagen und gucken. Alles klar, so, Fenstergriff repariert. Wie nennt sich das noch? Wie nennt sich das überhaupt hier? Getriebe? Getriebeteil, Fenstergetriebe, genau, Fenstergetriebe heißt das Ding. Wie gesagt, ist da von der Firma Hück und das ist wieder in Ordnung. Hück, also H-U-E-C-K. So wird der Bursche geschrieben. Gut. Also wie gesagt, ich brauche nur Material, was einigermaßen passt und dann mache ich das wieder passend. Ich mache mir das passend und dann baue ich das dementsprechend wieder rein und zusammen. Das war es jetzt mal von meiner Seite aus und dann freue ich mich auf mein nächstes Projekt.